Hallo meine lieben Star Trek Online-Freunde, ich bin's wieder, eure Fluffy. Und wir steigen direkt ein zur Flucht von Virinath. Die Navigation ist online, aber wir brauchen noch andere Teile, um die Waffen und den Warp-Antrieb einsatzbereit zu bekommen. Wir werden beides brauchen, wenn wir gegen den Tal Shiar kämpfen. Ich scanne die alten Schiffe in der Nähe nach Teilen, die wir benötigen. So. Ach, das ist hier schon alles, ja. Ich guck mal eben hier meine, gut. Ich habe übrigens das Schiffchen Peter genannt, weil er sich doch immer so sehr gewünscht hat, dass ich immer endlich den romulanischen Strang anfange. Und deshalb heißt mein allererstes Schiffchen, mein leichter Teleswarbit, Airy Peter. Ist das nicht cool? So. Das ist der gute Tomankev, den haben wir ja gerade schon bekommen. Der hat im Moment torpedoverstärkte Wirkung. Ist ja auch mal ganz nett. Nee, was willst du sonst machen, wenn du nichts anderes hast? Musst einfach erstmal das nehmen. So, wir geben jetzt hier einfach mal ein bisschen Speed und untersuchen hier die verlassenen Schiffe, die wir hier finden. Ich stelle mal hier auf Angriff um. So. Wir nähern uns den Schiffswracks und scannen sie. Das wird perfekt. Wir brauchen nur noch etwas mehr Bergungsgut. Sehr gut. Wir machen uns auf den Weg. Ja, das wissen wir mittlerweile, dass wir mit WASD steuern. Aber ich bedanke mich nochmal für diesen freundlichen Hinweis. Man kann sich das schon gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, wenn man so lange, langsam, wie wir das jetzt hier gerade machen, durch die Gegend, ach, scannen können wir schon. Das ist schon so lange her. Die Waffen sind online. Testen wir sie erst einmal an den Schiffswracks da drüben. Die haben keine Schilde, also können wir sie einfach mit unseren Torpedos erledigen. Machen wir doch mal. Machen wir alles. Wir machen alles, was nötig ist. Sehr schön. Ich finde, das sieht cool aus. Unser erstes kleines Peterchen-Schiff. Peterchens Raumfahrt mache ich hier gerade. Ist das nicht cool? Die Flucht von Virinath. So, sehr gut. Zurückgelassenes Neutronium. Wir könnten es verwenden, um die Hülle dieses alten Warbirds zu verstärken. Gute Idee. Jetzt müssen wir die Gegenstände erstmal einsammeln. Oh! Guter Schuss! Sehr, sehr, sehr gut. Ja. Wir heben das sofort. Wir sammeln es ein. Mit F. Die Vex wäre erfreut zu sehen, dass dieser alte Warbit noch einmal zum Einsatz kommt. Davon bin ich überzeugt. Ach, ich hätte das ja auch mal hier nehmen können. Seine Raumfähigkeit. Ich behaupte mal, dass alle Waffen online sind und voll einsatzbereit. Das hört sich ganz gut an. So. Es ist an der Zeit, dass wir diese Tal Shiar-Satelliten direkt voraus außer Gefecht setzen. Ja. Das machen wir jetzt auch. Die Tal Shiar-Satelliten. Dieses kleine Schiff. Ja, wir reisen halt noch sehr lange, ne? Ich habe auf jeden Fall schon eine Idee, wo wir die später mal reinsetzen.
wenn wir dann mal so weit sind. Sehr schön. Cool. Was ist das jetzt hier gewesen? Plasma-Schockwelle. Okay. Und wir können uns auch tarnen. Genauso wie die Klingonen das können. Sehr gut. Das finde ich wirklich schon sehr gut. Großartig. Alle Systeme sind einsatzbereit und voller Impuls ist wieder verfügbar. Ich empfange ein Notsignal aus der Nähe. Es muss von unseren anderen Kolonisten stammen. Es konnten also noch andere von der Oberfläche entkommen. Lassen Sie uns die Kolonisten retten. Das Notsignal kommt aus der Nähe. Suche läuft. Okay. Da! Wir müssen ihnen helfen. Nichts wie hin. Ja, hab ich. Voller Impuls. Ist das schön. Schalten Sie den vollen Impuls ab. Wir werden angegriffen. Boom. Wir beamen alle Kolonisten an Bord. Ich bin zurück auf der Brücke und habe herausgefunden, wie wir unsere Torpedos verbessern können. Geben Sie mir einfach den Befehl und ich lege los. Die Sensoren haben weitere Kolonisten und noch mehr Taishia in der Nähe aufgespürt. Wir müssen unsere Freunde retten. Es tut gut, sie auf der Brücke zu haben, Kev. Ja. Da ist das nächste Kolonistenschiff. So. Wir lassen jetzt erstmal die Talchia-Drohne etwas alt und erbärmlich aussehen. Boom, boom, boom. Alle Kolonisten an Bord beamen. Den Göttern sei Dank, wir dachten bereits, es wäre alles verloren. Dafür sind wir ja hier. Um genau das hier möglich zu machen. Ich glaube, für die Plasmaschockwelle muss ich näher an die Gegner ran, ne? Das ist ein AOE-Angriff. Also der macht Flächenschaden. Bitte treff doch. Bitte treff doch. Boom. Das ist doch mal ein Auftakt. Beamen Sie alle Kolonisten hoch. Natürlich machen wir das. Sehr gut. Ich glaube, unser Schiff ist voll einsatzbereit. Ich empfange etwas. Ein weiteres Notsignal von einem
der anderen Kolonie-Shuttles. Mit einem kurzen Warpsprung können wir sie sofort erreichen. Wollen Sie dorthin oder lieber hier weitere Drohnen ausradieren? Wie es aussieht, kommen noch welche, um die Umgebung zu säubern. Warpen Sie uns zum nächsten Gebiet. Und? Boah, wie geil, guck mal, da ist so ein Phönix oder sowas unter dem Schiff. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gleich selber nochmal zeigen kann. Lomexa, hier sind keine Kolonisten, nur dieses seltsame Schiff. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Es ist riesig. Die Technik sagt, dass uns das Schiff gerade gescannt hat. Sie antworten aber nicht auf meine Rufe. Was sollen wir tun? Wir scannen sie. Wir müssen herausfinden, wer oder was sie sind. Ich versuche mal, euch das zu zeigen. Das sieht richtig cool aus, ne? Also ich finde, das ist ganz toll gelungen. Das ist bestimmt ein Phönix. So. Denke ich mir so. Als unwissende Person. Wir scannen jetzt erstmal das unbekannte Schiff. Sie haben etwas mit dem Schiff angestellt. Alle Systeme versagen. Ich kann uns nicht einmal wegwarpen. Ich glaube, dass ich einen Com-Kanal öffnen und Sie rufen kann. Was soll ich tun? Öffnen Sie einen Kanal und fragen Sie, was Sie mit unserem Schiff wollen. Wir halten eine Antwort. Was zur... Sie scheinen unsere Sätze umzubauen und an uns zurückzuschicken. Hören Sie. Anhören. Wollen Sie wollen Schiff. Tovan? Ich habe ein weiteres Schiff auf den Scannern. Es gehört zum Teil Shia. Es enttarnt sich. Bereiten Sie sich auf einen Kampf vor. Das ist ja wohl mal riesig. Oh Gott. Die Elahi hatten also recht. Ein paar erbärmliche romulanische Flüchtlinge konnten entkommen. Wann werden Sie, Kolonisten, lernen, dass Sie Ihren Verpflichtungen nicht entkommen können, egal wie weit Sie davonrennen? Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Colonel Hackef von Talshia. Im Namen des romulanischen Sternenimperiums nehme ich diese Kolonie und alle ihre Bewohner in Besitz. Ergeben Sie sich auf der Stelle! Und ich garantiere, dass sie uns auf eine Weise dienen dürfen, die angemessen für sie ist. Niemals! Wir kämpfen bis zum letzten Atemzug. Feuer nach eigenem Ermessen. Ja, da tue ich jetzt auch. Hier spricht Thema von der Romulanischen Republik. Talshia-Schiff, ergeben Sie sich auf der Stelle! Thema, was für ein Glück. So kann ich sie beide vernichten. Werden wir sehen. Ob ich das überhaupt schaffe, ist natürlich eine gute Frage. Okay. Gott sei Dank sind wir hier nicht alleine. Ich habe den natürlich wieder nicht getroffen. Das muss ich wirklich noch lernen, mit der Plasmaschockwelle hier umzugehen. Mein Auge! Dieses Insekt hat es tatsächlich geschafft, mich zu stechen. Sie denken, sie haben gewonnen, jedoch ist es noch nicht zu Ende. Es sind bereits weitere Männerschiffe auf dem Weg hierher. Das nächste Mal wird sie niemand beschützen können. Ich brauche niemandes Schutz, Hackef.
haben wir ja wirklich nochmal Glück gehabt. Ich bin Thema, Commander der Romulanischen Republik. Wir haben Ihr Neosignal aufgefangen, als wir auf einer Mission in einem nahegelegenen System waren. Wie es scheint, sind wir gerade noch rechtzeitig eingetroffen, wenn man den Zustand Ihres Schiffes betrachtet. Wer sind Sie? Und was ist hier geschehen? Berichten Sie, was in der Kolonie vorgefallen ist. Lomexa, das tut mir sehr leid. Es ist leider nicht das erste Mal, dass wir von solchen Geschehnissen hören. Und ich fürchte, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Diese Wesen namens Elahi, sie sind wirklich besorgniserregend. Wir müssen mehr über sie herausfinden und wissen, warum sie mit einer falschen Schlange wie Hekef zusammenarbeiten. Wie gesagt, ich bin von der Romulanischen Republik. Sie haben vielleicht schon von uns gehört. Wir sind keine Terroristen, wie der Talshia glauben machen möchte. Gemeinsam mit unserem Anführer Ditan wollen wir mehr Überlebende zur Zerstörung finden und gegen die Unterdrückung durch den Talshia kämpfen. Unsere Flotte befindet sich in der Nähe. Wenn Sie wollen, können Sie und Ihre Freunde sich uns anschließen. Ich helfe Ihnen. Ich weiß zu schätzen, dass Sie bereit sind, das Richtige zu tun. Ich übertrage Ihnen die Koordinaten unserer Flotte. Wenn Sie dort ankommen, können wir Ihr Schiff reparieren und dann gemeinsam unseren nächsten Schritt planen. Ich möchte mich noch einmal bedanken. Ich werde dafür sorgen, dass Sie Ihre Entscheidung nicht bereuen. Es ist mir eine Ehre, Sie bei Ihrem Kampf zu unterstützen, Thema. Ich weiß nicht genau, was ich denken soll, aber sich auf die Seite von Thema zu stellen, dürfte besser sein, als selber den Tod zu riskieren. Außerdem hat er uns mit dem Talshia wirklich geholfen. Die Koordinaten sind eingegeben. Wir können los, wann immer Sie bereit sind. Ich bin sicher, dass die geretteten Kolonisten so schnell wie möglich zu einem sicheren Ort wollen. Ja, warten Sie uns zur Flotte. Mann, Mann, Mann. Das war meine Flucht, wa? Okay. Ist das Neuromulus? Ich glaube schon, ne? Das ist Neuromulus. Ich liebe Neuromulus. Ach nee, da sind die schon wieder. Ich grüße Sie, ich bin Subcommander Nadel, Assistent von Commander. Bitte begleiten Sie mich zum Quartier, es wird viel zu besprechen geben. Wir kommen mal mit. Unsere Gäste sind eingetroffen, Commander. Ausgezeichnet, ich werde Sie antreiben, es gibt noch viel zu tun. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen die Gegend zeigen dürfte, während jemand anderes... Ich werde mich etwas umsehen und treffe Sie später, okay? Ja. Wir dürfen jetzt an dieser Stelle mit Thema sprechen. Grüße Bürger, ich hoffe bei Ihnen ist alles in Ordnung. Ich bin hier, um der Flotte beizutreten. Lomixa, es freut mich, dass Sie und Tovan Kef es in die Flotte der Republik von Neuromulus geschafft haben. Um es kurz zu machen, wir sind eine kleine Gruppe, die von Ditan gegründet wurde, um gegen die Tyrannei von Kaiserin Sela und ihrem Talshia zu kämpfen. Unser Ziel ist es, das weit verstreute romulanische Volk wieder zu vereinen und anstelle von Selas Tyrannei eine neue Demokratie aufzubauen. Es gibt viel zu tun, aber ich möchte zuerst alle Fragen beantworten, die Ihnen auf der Seele brennen. Was hat Ditan unternommen, um die Republik aufzubauen? Oh, wenn Sie wüssten, was Ditan alles getan hat. Er blickt auf eine sehr lange Geschichte zurück, Lomexa. Die Kurzfassung, er will die Romulaner und Vulkanier wieder vereinen. Ehe das aber passieren kann, will er, dass wir eine neue Heimatwelt finden, uns mit den Remanern verbrüdern und die seit Jahrhunderten bestehende Unterdrückung des Talshia beenden. Wir sind Romulaner und trotz allem, was passiert ist, haben wir noch immer unseren Stolz und unser kulturelles Erbe. Wir müssen den Vulkaniern als ebenbürtiges Volk gegenübertreten, nicht als Flüchtlinge auf der Suche nach Almosen. Wollen Sie noch mehr erfahren?
Nein, ich bin bereit für den nächsten Schritt. So. Als nächstes erhalten Sie unsere Uniform und machen sich mit der Flotte vertraut. Danach erhalten Sie Ihren ersten Auftrag. Eines müssen Sie allerdings verstehen. Indem Sie uns beitreten, machen Sie sich zu einem Feind des Taishia. Hekef und seine Leute werden Sie als Bedrohung ansehen und sie werden nichts unversucht lassen, um Sie aufzuhalten. Sind Sie bereit, diese Bürde zu tragen, Lumixa? Ja, ich will. Ja, ich bin dabei. So. Sie sollten Leutnant Dedetam einen Besuch abstatten. Von ihm erhalten Sie eine Uniform, wenn Sie aus dieser Zivilistenkluft raus wollen. Sie können auch Ihr Schiff modifizieren. Noch können Sie kein mächtigeres Schiff befehligen, aber wir können das Aussehen der Aerie Peter ändern, wenn Sie das wollen. Wenn Sie fertig sind, kehren Sie auf Ihr Schiff zurück. Ihre erste Aufgabe sollte dann bereits auf Sie warten. So, da Uniform der Romulanischen Republik, eine kostenlose Raumschiffmodifizierung. Ah, guck mal. Und wir kriegen auch schon mal was Gutes. Ja, Congratulations! Finde ich richtig gut. Ich bin ja mal richtig gespannt, wie das weitergeht beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Lieben! Beim nächsten Mal erforschen wir die Flotte hier ein bisschen, ne? Lebt lang und in Frieden, eure Fluffy!